zusammen und willkommen zurück hier. Die Nachbarsbauern sind wieder unterwegs. Alter Nachbar, neuer LS, ja. Mit dem Franken-Andi, der irgendwo da drüben auf der anderen Seite vom See vermutlich irgendwo rumturnt gerade. Ich sehe dich jedenfalls nicht. Ich sehe nur deine tollen Häuser da drüben, die du da gebaut hast. Ja. Hallo erstmal, ich bin gerade hier unten auf der Wiese, auf der zweiten und walz mal das ein bisschen, damit das hier schön wächst und guter Tag wirft. Und ja, am Hof, da habe ich schon einiges gemacht, da hat es ein bisschen Dekoartikel gegeben. Manche haben besser funktioniert, manche nicht ganz so gut, wie wir erfahren haben. Aber gut, ne, kann ich alles haben. Genau. Wie geht's dir, Kaki? Was machst du Schönes? Gut, ich bin noch dabei, jetzt so die letzten zwei Bahnen von meiner Baumwolle anzusehen. Hier auf meinem riesen neuen Feld, das wir ja hier neulich gekauft haben. Kann ich mich dann erinnern an diesen Ultra-Kavenzmann? Genau. Kaki, hast du schon mitbekommen? Ich habe mich neben dich gesetzt. Also ja, feldertechnisch. Ja. So, damit wir uns auch wirklich permanent auf die Nerven gehen. Genau. Habe ich gedacht, helfe ich da mal ein bisschen nach. Ja. Oh Gott, guck mal, hier schreibt gerade jemand, ihr seid meine zwei Lieblings-YouTuber. Oh. Aber auch, hallo, Schaper, ich habe es gerade schon im Chat gesehen, aber ich wollte den Gacki gerade in seiner Einleitung nicht unterbrechen und ich lasse das mal unkommentiert, was du da schreibst. Ne? Ja, ich glaube, das hat er bestimmt bei dir auch im Chat geschrieben. Ich weiß nicht, was er bei dir schreibt. Sharper muss man manchmal überlesen. Und im Übrigen, derjenige, der das geschrieben hat mit den zwei Lieblings-YouTubern, ist unser kleiner Norddeutscher. Ah! Grüße! Bennett. Der mit den drei N's im Bennett. Ja. Bennett, wusstest du eigentlich, dass du bei mir angestellt bist? Also jetzt nicht hier in Landwirtschaftssimulator, aber im King & Retail habe ich auch einen Bennett. Den habe ich nach dir benannt. Bennett, den Norddeutschen. Und jedes Mal, wenn er hier für mich kommt und arbeitet, gibt es erstmal Dummschellen. Ja, man muss ja sagen, die guten Mitarbeiter muss man ja pflegen. Genau. Stimmt, dann muss ich ja gleich walzen. Ich bin heute ein bisschen im Stress hier. Ja, ich komme gleich mit der Walze hoch und dann kannst du gerne übernehmen. Ja, ich habe noch schnell eine kleine Mission zwischendurch hier auf dem Nachbarfeld. Ja, was? Welche Mission hast du denn da? Zuckerrüben ansehen. Das ist jetzt aber uncool. Bennett fragt gerade, ist der auch dick? Wir nennen hier keine Menschen dick. Die sind plüschig, wenn dann. Ja, genau. Sharpas schreibt auch, Bennett ist flauschig. Oh, hier geht's rein. Hier geht's rein. Oh Gott. Wie lange brauchst du denn fürs Zuckerrüben ansehen? Denn eigentlich hätte ich so ein bisschen ein Auge auf deine Sämaschine geworfen. Ja, ich denke nicht lang. Durch die 9 Meter Breite geht das, denke ich mal, relativ schnell. Boah. Auch wenn das Feld ein bisschen größer aussieht, aber es dauert nicht lange. Ja, wenn ich mich richtig hinpositioniere, endlich. Ja. Schon wieder die Pedale verwechselt. So. Zuckerrüben. Ja, ich muss ja irgendwie zu Geld kommen. Boah, muss schon mal mit Lotto spielen probiert? Ja, bringt nichts. Bringt einfach nichts. Wobei, neulich habe ich gewonnen mal im Lotto. Ja, ich habe sogar zweimal in letzter Zeit gewonnen. Toll. Einmal waren es ganze... Boah, ich weiß gar nicht. Zweier mit Zusatzzahl, also irgendwie 3,50 oder so. Und einmal habe ich sogar richtig abgesandt, da habe ich 100 Euro gewonnen. Ich war verdutzt. Ich so, wow, hey, brauch nie wieder arbeiten, easy. Genau.
So. Hallo. Fahren Sie los. So, jetzt zu meiner Überlegung zurück. Was sehe ich denn auf diesem wunderschönen Feld hier drüben an? Wurde gemulcht. Okay, schaut man das mal aus. Eine Düngestufe drauf. Soll ich jetzt hier auch noch Gas ansehen? Aber wenn ich hier vier Felder mit Gas habe, ich glaube, das ist ein bisschen over, hä? Es ist viel Gras. Ich glaube auch hier, ich glaube... Wir haben die zwei und die zwei. Dann sehe ich zwei mit Sonnenblumen, zwei mit Sorghumhirse an. Und dann kommen auf die zwei mit Sorghumhirse, kommen danach Raps. Dann machen wir die zwei mit Sonnenblumen und die zwei mit Sorghumhirse. So machen wir das. Okay. Finde ich gut im Plan. Oh. So, kommt da irgendwas? Hallo, bitte, Vorsicht, ich habe Vorfahrt. Stopp, alle stehen bleiben, ich habe Vorfahrt, vielen Dank. Das heißt, was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte Hafer ansehen und hier ist, glaube ich. Ja gut, Hirse kann ich noch nicht. Nee, Hirse geht morgen. Hafer könnte ich machen. Gut. Jut, jut, jut. So. Da gucken Sie mal. Wir haben meine neu platzierten Häuserchen hier. Da wohne ich. Ja, der hat gleich drei Stück sich gekauft. Da. Das ist ja, da wohnt die Oma und der Opa. Und der Opa-Baba-Baba. Die wohnen da alle. Ich habe nur ein ganz klitzekleines. Und ich muss sogar einen Gartenschuppen als Garage nutzen. Oh. So ich. Ja, komm, ich habe keine 10.000 Euro mehr auf dem Konto. Wenn ich gemein wäre, würde ich sagen, ist ja genauso wie in Hamburg zu wohnen, ne? Oh, so ungefähr. Sowas kennen wir hier in Bayern nicht. Knappe Wohnfläche und so. Ich reicht das Saatgut mehr, das wird niemals reichen. Gut. Das wird nicht reichen. Wie geht's meinen Schäfchen? Die haben noch 11.000 Liter Gras. Boah, boah, das könnte reichen. Ach so, ich muss hier noch mal ein paar Paletten schubsen, ne? Ui, der Nei. Wo ist denn der hier? Boah, ich habe auch nur ein Backsteinhaus, ein schönes französisches. Für eine Luxusvilla hat es noch nicht gereicht. Nicht? Ja, ich habe jetzt auch keine Luxusvilla, ich habe auch nur eine Luxuswohnung, aber... Ja, guck mal, im Amerika-Projekt, da habe ich nur ein Feldbett. Oh. Ja. Das ist ein bisschen mager, hä? Das ist ein bisschen mager. Ich müsste da endlich mal... Auch den Wohnwagen hinstellen können, einfach. Ah. So, weiter geht's. Den haben wir doch auch hier, oder? Wen haben wir da drin? Ah ne, ein Zelt hätten wir. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber das... Na gut, nee. Ich habe mein Haus. Ja, zur Not, ich habe immer noch ein bisschen Platz für dich auf meiner Bank, Kaki. Oh. Schöner Ausblick am See. Ja, mein Haus steht auch am Wasser. Peter Fox, oder? Wer war das? Mein Haus am See? Mhm. Boah, jetzt fange ich gleich wieder an zu singen hier. Nee, das geht nicht. Das geht gar nicht. Oh ja, Kaki, du kannst durchsingen, also. Nee. Schlechter wie mein Gesang kann es nicht werden, ne? So, ich bin schon fast halb fertig mit dem Feld. Also es geht schnell. Jetzt habe ich aber das hier eher suboptimal gemacht hier mit dem Hänger, ne? Aber, den wir haben. Gut, das hätte ich jetzt bedenken sollen. Habe ich jetzt wirklich hier nur noch Dünger in den Boden gepackt seit irgendeiner Zeit? Oh. Ah ne, gut, nicht allzu lange.
Ja, es ist doof, wenn das Saatgut leer geht und man einfach weiterfährt und nichts merkt. Ja, ist nicht so schlau, ne? Naja, jetzt muss ich irgendwie. Oh, wie komme ich jetzt darüber? Ich will den nicht abhängen. Oh Gott. So, mal ein paar Spanngurte hier wieder Oh, lösen. ja. Was macht denn der Kaki? Geht's dir gut? Och, das war wieder nur ein Auto. Ich fahre halt gerade mit 9 Metern Arbeitsbreite auf der Straße. Das ist ein bisschen schwierig. Du, da Gacki, ich habe gehört, da gibt es einen Trick. Man kann die Sämaschine auch zuklappen. Ja, ich müsste dann aufklappen, abkuppeln, auf der anderen Seite ankuppeln. Ach stimmt, du hast ja die komische da. Oh, da kommt Gegenverkehr. Nein, das ist nicht gut. Wie war das? Und am Ende steht mein Haus am See. Orangenfarben Blätter liegen auf dem Weg. Nein, ich singe das nicht, Kissulzi. Oh Gott. Jetzt darf aber nichts entgegenkommen, sonst habe ich ein Problem. Jetzt sind rechts und links Bäume, da kann ich nicht ausweichen. Komm, gib Gas. Bin schon fast am Hof. Ich bin schon fast am Hof. Oh. Na, da kommt der Ente. Oh, knapp. Ah, ich bin am Hof. Das hätte ich mir eigentlich mal anschauen müssen, das Spektakel, was da gerade passiert, hä? Ja, ich muss ja wieder jetzt zurück noch wieder aufs Feld. So. Einmal Saatgut und wieder zurück. Oh, ja, nein. Das war auch wieder perfekt gemacht. So. Das Stück hier ist das gefährlichste vom Ganzen. Wenn man nicht nach links und rechts ausweichen kann wegen Bäumen. So, aber wir haben es überlebt. Ja. Oh. Immer die armen Bäume, die können doch auch nichts dafür. Oh. So, jetzt muss ich nur das Feld wiederfinden, wo ich hin muss. Ah, ne, das war meins. Genau, da ist es das nächste. Weil das nächste Problem ist, mein Wartungszustand des Traktors sieht auch nicht mehr sehr gut aus und für eine Reparatur habe ich kein Geld. Aber Bauer, oh, schon wieder eine Ente. Boah, und sagen wir, was ist denn hier los? Hört mal auf, hier rumzufahren. So, weiter geht's. Wir haben eilig. Habens eilig. Boah, ich kann kein Deutsch mehr. Will das doch heute noch schaffen. Ja, 43%. Das wird eng. Das wird sehr eng. Warum basteln das nicht? So, was passiert jetzt, wenn ich das jetzt hier abstelle? Na! So nicht, mein Freund. Rutschen Sie doch mal ein bisschen nach hinten. Ein bisschen noch kommen. Jetzt seien Sie mal nicht so zickig hier, gell? Na los. Wir müssen walzen, wir müssen ansehen, wir müssen Heu machen. Oh Gott. So. Wobei das Heu nicht so wichtig ist. Mit viel Liebe die Paletten hinschieben. Ja, Krubbern, pflügen, säen. Oh, nee. Kartoffeln sehen wir garantiert nicht an.
Wäre doch aber schön, oder? Nee, nee, das mache ich gerade auf meinem NF-Marsch-Ding. Nee, danke. Und schon mit einer gemoddeten Seemaschine, also mit einer Amazone, tue ich Kartoffeln ansehen. Ich fahre eine halbe Bahn auf dem Feld und das Saatgut ist leer. Nee, nee. Das ist nicht gut. Aber ich hatte wirklich schon über Zuckerrohr nachgedacht. Das Feld ist groß, Schaber, deswegen brauche ich da sehr viel Saatgut. Das Problem ist nur, dass der Standard-Zuckerrohrernter ja nur 5 km/h fährt. Da bist du ja 100 Jahre unterwegs. Dann habe ich mir gedacht, nee, dann lassen wir es doch sein. Immer diese Sonderwünsche hier, die der Gacki hat. Ja, ich will einfach meinen Zuschauern nicht antun, irgendwie 3 Wochen lang ein Zuckerrohrfeld zu ernten. Ja, aber Gacki, wenn du schon was das langsam bist, du musst halt ein wenig schneller arbeiten. Ja, wenn die Maschine halt nicht schneller kann, was mache ich dann? Chip-Tuning. Ja. Eine gute Alternative. Mhm. Oh! War fast ein bisschen viel. Ja, Schaper, ich habe auch große Seemaschinen, aber Kartoffeln verbrauchen halt wesentlich mehr Saatgut. Das ist einfach das Problem. Normale Sachen kann ich da auch problemlos mit ansehen. So, jetzt, ich hoffe, dass das Saatgut reicht hier nochmal. Ich will nicht nochmal darüber fahren jetzt. So, wieder ein bisschen zurückschieben. Oh, das war die falsche Palette. No. Ja, komm. Wie weit sind wir? Sehen. 77%. Guck mal. Das muss noch fertig werden. Ja, bitte. Ich beichere die Sämaschine dann auch mal. Genau. Und wenn wir die Zeit übersehen. Das passiert uns ja zum Glück nie. Nö, gar nicht. Was? Hoffe, dass im. Nein, das hatten wir schon zu oft, Schaper. Das wird reichen. Wir haben noch 29% Saatgut, das reicht. Hat er dir jetzt gewünscht, dass du nochmal fahren musst, oder was? Er hofft, dass bei 1 oder 2% der Saatgut ausgeht. Das ist aber nicht sehr nett hier vom Schaper. Ich wollte gerade sagen, das sind meine Zuschauer, weißt du? Die wollen einfach nur das Schlechteste für mich. Das ist gar nicht nett. Nö, sehe ich auch so. Da bastelt man extra so tolle neue Spielereien für die in den Stream ein und dann sowas. Aber wenn ich gucke, wir sind bei 89% und haben noch 18% Saatgut, das reicht. Ne? Warum? Na, Kesulzi, du nicht im Stream, du rammst eine nur immer. Hä? Oh. So. Ja, komm. Wir machen hier schnell. Nee. Rückwärtsgang bitte. Ah ja, so ist das. Hä? Hallo? Traktor? Nicht dein Ernst. Oh, jetzt ist das.
Nicht dein Ernst! Scheißdreck! Was machst du denn wieder Schönes? So, komm, eine Bahn haben wir noch. Oh, das wird jetzt aber doch verdammt eng. Die letzten Prozente irgendwie von so einer Mission immer so lange? Weiß nicht. Also ich sehe das jetzt wirklich kommen, dass es nicht reicht. Ja, oder? 98, ja, das wird eng, das wird sehr eng. Ha, Lohn ist Leistung fertig. Mit, man mag es nicht glauben, 3 Liter Saatgut noch im Tank. Ja. Heile, mehr Glück als Verstand, der Kerl. Ja, genau, Schaper, Mist, Pech gehabt. So, gut, damit würde ich aber dann sagen, lassen wir es für diese YouTube-Folge erstmal gut sein. Morgen geht's na klar weiter hier. Schaut gerne vorbei bei mir und auch na klar beim Kollegen Frank Andi. Die Verlinkung zu den Kanälen ist ja jeweils unten gegeben. Und ja, damit sage ich erstmal tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss, und wir würden uns natürlich über ein Däumchen freuen.